Gleichzeitig in einer Sendung. Und ich habe mich gefragt, haben Sie sich beide auf dem Hinweg, auf der Fahrt hierher überlegt, wer die Frage zum Berliner Flughafen beantwortet? Herr Momper? Na, ich dachte, wir eröffnen den Flughafen auch einfach mal, so wie Sie das gemacht ja, haben. Warum dann machen Sie es nicht einfach? Ja. Ja. Wie erklären Sie sich das, Herr Diebken, dass das einfach nicht funktioniert und aktuelle harte Zahlen aus geplanten 1,7 Milliarden sollen nun 8 Milliarden werden? Ich muss Ihnen gestehen, ich kann es mir nicht erklären. Sie haben auch keine Idee. Das ist auch schwer zu erklären. Und ich wage auch keine Prognose, wann denn die Eröffnung stattfindet. Ich kann nur feststellen, dass offensichtlich eine Reihe von Fehlern gemacht worden sind. Soweit würde ich zustimmen. Und ich danke Ihnen. Ich taste mich langsam ran an das Thema dabei. Ich merke das schon. Ich kann mir auch nicht vorstellen, warum denn jetzt es nur mit der Klimaanlage zu tun haben soll. Es muss da irgendetwas richtig total schief gelaufen sein. Und zwar im Hinblick auf die Frage ständige Nachforderung, schlechte Organisation. Der Grundfehler, der mal gemacht worden ist, ist meiner Ansicht nach, dass der schon fertige Vertrag über schlüsselfertiges Bauen mit einem Großunternehmen abgelehnt worden ist. Von wem? Das war mein Amtsnachfolger. Also einer aus der SPD. Ja. Ja. Kann man doch mal so sagen. Kann man so sagen. Der ist doch noch in der SPD, der Herr Wobereit, ne? Der Nachfolger hat meiner Ansicht nach diesen Fehler gemacht, ist ein Riesenrisiko eingegangen. Ja. Hat dann nicht die hinreichende Organisationsform für den Flughafen gefunden. Dazu gehört nämlich dann nachher, den Flughafen auch so zu organisieren, dass der Betrieb des Flughafens und der Bau des Flughafens auch professionell durchgeführt werden kann. Dann kann man darauf verzichten, dass ein Unternehmen das schlüsselfertig vorlegt. Was ich und dann gibt's, finde, Entschuldigung, ich dachte, Sie seien schon am Ende. Ich bin gespannt. Ich könnte noch ein paar weitere Grundfehler dabei nennen. Das Controlling hat nicht funktioniert. Das sind die drei Kernfehler, die eigentlich hätten nicht passieren dürfen. Ja. Und der Ärger heute hängt dann noch mit etwas anderem zusammen. Ja. Man kann nicht einen Flughafen in dieser Region bauen, von bestimmten Überlegungen des Lärmschutzes ausgehen und dann aus Kostengründen einfach sagen, das mache ich nicht. Dann wird man die Leute schlicht und ergreifend auf die Palme bringen und zurecht. Dann frage ich ja aber nicht unter die Palme. Das ist ja das Problem. Ne? Das ist ja das Problem. Wäre ja der tiefere Sinn eines Flughafens, die Menschen unter die Palme zu bringen, irgendwo in der Karibik oder wo auch immer, oder Palmen. Herr Momper, was hätten Sie besser gemacht? Am Flughafen? Ja, am Flughafen. Also, fällt mir nichts Vernünftiges ein, wenn man sich... Also offensichtlich ist es doch so gewesen, dass eine ganze Gesellschaft, nämlich die Flughafengesellschaft, von unten nach oben, darf ich das jetzt sagen, einfach den Vorstand beschissen hat. So haben die dort gearbeitet. Es muss doch irgendjemand mal aufgefallen sein, dass diese Kabel falsch lagen. Und wenn es die beiden Weltkonzerne Bosch und Siemens waren, die im Wesentlichen das Zeug gelegt haben. Es ist niemand aufgefallen. Und ich kenne so etwas aus anderen Unternehmenskulturen. Bei der S-Bahn war das auch mal so. Die haben zum Beispiel die Abhakbücher der Meister für die Überprüfung der Bremsen hinterher überhaupt nicht mehr gefunden. Ja, es hat in der DDR ist das ja sehr üblich gewesen. Ein System, wo immer die nächsthöhere Ebene, aber jeder wusste es, betrogen hat, weggemacht hat, keine Prüfungen, keine sowas vollzogen hat. Und das ist offensichtlich in dieser Gesellschaft auch gewesen. Und man kann ja auch sagen, diese Vorstände, die immer hoch bezahlt werden, mehr Geld kriegen als der regierende Bürgermeister. Wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann gehen sie zum Regierenden hin und fragen den, wie sollen wir das denn machen? Sollen wir das so oder anders machen? Also das ist auch nicht in Ordnung. Die Vorstände der landeseigenen Gesellschaften, jedenfalls hier in dem Falle, hat das nicht hingehauen. Ich habe eine Sorge in dem Zusammenhang. Man kann ja, wenn man Aufsichtsratsvorsitzender ist, in Extremen zwei Fehler machen. In der Linie. Der eine Fehler ist, dass man nicht hinreichend kontrolliert, die Organisationsform für die Kontrolle, dass keiner merkt, was da eigentlich los ist, das total versagen. Oder man kann in einer Form radikal gegen alle vorgehen und sagen, das sind die Vorgaben und wenn er die nicht erfüllt, dann mache ich euch jetzt zur Schnecke. Und keiner traut sich mehr, was zu sagen.
Ich bin mir nicht darüber im Klaren, was beim Flughafen in Berlin die Ursache gewesen ist. Ich neige, jetzt vorsichtig formuliert, nach der Mentalität von Herrn Wobereit dazu, dass der die Leute auch so eingeschüchtert hat, dass die sich nicht mehr getraut haben, was zu sagen. Sie haben von Ihrem Nachfolger offenbar ein sehr positives Bild. Das kann man jetzt mal so insgesamt so mal festhalten. An Sie beide die Frage, sind Sie, in welchem Verhältnis stehen Sie beide eigentlich zueinander? Oder anders gefragt, Herr Diepken, wie sauer sind Sie eigentlich darüber, dass ausgerechnet in diesem historischen Moment Mauerfall, Maueröffnung, Sie in diesen 20 Monaten nicht regierender Bürgermeister von Berlin waren und plötzlich Herr Momper da war? Also genau in diesen historischen Stunden. Die entscheidende Gefühlslage haben Sie ja vorhin schon zitiert. Das nasse Handtuch. Das nasse Handtuch. Ja. Ich war damals richtig frustriert. Herr Gott, noch mal, da hast du jahrelang dafür gearbeitet, Wiedervereinigung. Du bist beschimpft worden, ja, dass du für die Wiedervereinigung bist, quer durch die Landschaft. Man wundert sich ja, wer heute alles immer für die Wiedervereinigung gewesen ist. Nicht? Das ist ja alles sehr komisch. Jedenfalls, da war ich schon stinkesauer. Aber das ist nun wirklich vorbei. Ich will es Ihnen ganz offen sagen, in einem Punkt. Wenn diese Zwischenphase nicht gewesen wäre, seine 20 Monate, wäre ich nicht so lange regierender Bürgermeister in der wiedervereinigten Stadt gewesen. Und die entscheidende Phase, von der, also die mich jedenfalls erfüllt hat und die auch historisch meiner Ansicht nach, Entschuldigung, wenn ich den Ausdruck benutze, das Wichtige war das Gestalten, die Grundentscheidung für die Stadt nach dem Fall der Mauer, nach der Wiedervereinigung im Einzelnen zu legen. Das war der Punkt. Und außerdem hat es darüber weggeholfen, die Zeit 1990 war ja faszinierend, die Diskussion mit den Menschen damals in der damaligen DDR noch. Also man ging zu Veranstaltungen in kleinen Orten und da waren 20.000 Leute da und die hörten zu. Das war also ein Traum für jeden Politiker heute und danach. Dass meiner zuhört. Das war. Also die Massen, die da waren. Ja. Das war ein Geist damals, der wirklich was Revolutionäres auch noch hinhatte. Und da mitgestalten zu können, das gehört eben auch dazu. Ist es, Herr Momper, das erste Mal, dass er sich so freundlich dafür bedankt bei Ihnen, dass Sie das so gut gemacht haben in diesen 20 Monaten? Nein, nein, das hat er schon öfter gesagt. Ja. Haben Sie das mal gemerkt, dass er stinkig war auf Sie eigentlich? Naja, das habe ich damals schon gemerkt. Das haben wir schon bei manchen Debatten im Abgeordnetenhaus sozusagen ging es unterm Tisch immer mit dem Messer rum. Auf dem Tisch ging es ziemlich zivilisiert vor. Ja, ja, nicht mit dem Messer, aber schon kräftig. Ja, kräftig natürlich. Wir haben uns nichts geschenkt, nie. Ja. Wir waren standen ja ziemlich lange gegeneinander. Ich erst als Oppositionsführer, dann er als Oppositionsführer, als ich regierender Bürgermeister war. Und hinterher hatten wir auch noch ein paar Sträuße. Vorher sowieso auch. Aber heute sind Sie sich durchaus in inniger, nicht Abneigung, sondern Freundschaft zugetan. Ja, wenn man älter wird, wird man sowieso gelassener. Das ist schon mal so. Das ist auch in der Politik so. Und zweitens, wenn man sieht, man hat ja eine gewisse Erfahrung als regierender Bürgermeister, wenn man sieht, was die eigene Partei alles falsch macht, dann wird man sowieso sehr kritisch, ja, und zwar gegenüber den eigenen Leuten. Und wir schreiben ja zusammen in Berlin eine Kolumne in der BZ, kann man ja mal ruhig sagen, jeden Sonnabend zu irgendeiner strittigen Frage aus der Berliner Politik. Und man sieht doch daran, wir sind, ohne dass wir eine Absprache treffen, immer ziemlich genau derselben Meinung. Ja. Also so ein Amt, das prägt schon, die Erfahrung prägt. Ja. Und man sieht die Dinge etwas gelassener und menschlicher. Aber jetzt mal unter uns, haben Sie sich ab und zu mal eingefeixt, dass Sie genau diese 20 Monate erwischt haben und er nicht? Nein, ich habe mich ehrlich sein. Ja, ich habe mich aufrichtig darüber gefreut. Gut. Ja, okay. Das ist mein Wort. So. Was wir gerne heute Abend machen würden, ist mal von Ihnen beiden sozusagen zu hören, was Sie in diesen Tagen rund um diesen 9. November gemacht haben. Wann haben Sie erfahren, als damals regierender Bürgermeister, Herr Momper, dass da irgendwas passiert? Wann wussten Sie, da tut sich was in Sachen Reisefreiheit?
Ja, am 29. Oktober waren wir bei Schabowski. Also der Honecker war ja weg, der Krenz war die Nummer 1 auf der anderen Seite geworden, also der Anführer der SED. Und Schabowski war die Nummer 2, der war aber zugleich noch Bezirkssekretär für Berlin. Und da hatte der Stolpe das organisiert, dass wir mit dem ein Gespräch führen. Und dieses Gespräch war sehr offen. Also ich habe ihn so offen erlebt wie vorher nie. Über die Fehler der DDR und was alles falsch lief in der Wirtschaft und sowas. Mhm. Und das ging so ungefähr 2 Stunden lang, war wie gesagt sehr offen, war auch kooperativ, also dass wir in Aussicht nahmen, für West-Berlin auch was zu tun. Das war natürlich unser Anliegen. Und am Ende dieses Gespräches sagte er eher beiläufig, im Übrigen, wir werden Reisefreiheit geben. Und ich dachte, was meinen Sie denn mit Reisefreiheit, frage ihn. Naja, sagt er, wir werden alle ausreisen lassen, wenn Sie das wollen. Oder Sie können auch wieder einreisen, wenn Sie das wollen. Und dann sagte er noch, ein moderner Staat ist ohne Reisefreiheit nicht mehr möglich. Und da dachte ich so, ja, gute Erkenntnis, ein bisschen spät, aber... Aber dann doch, ja. Also besser, wenn Sie... Das heißt, Sie... Sehr gut, ja. Das heißt, Herr Mompa, Sie... Das heißt, Sie haben... Sie hätten schon damals, an diesem 29. Oktober dann ja. die Chance gehabt, das erste Mal diese berühmt gewordene Frage zu stellen, ab wann gilt das genau? Naja, das haben wir natürlich auch gefragt. Er sagte, wir haben das noch nicht in Gesetzesform, vielleicht machen wir es auch als Verordnung, das wusste er noch alles nicht. Wann soll das sein? Dann noch vor Weihnachten, sagt er uns. Dann habe ich ihm gesagt, naja, sagen Sie uns am besten 14 Tage vorher Bescheid, weil die Bonner müssen dann kommen. Das ist doch ein großes Ereignis für Ihr Land, aber für uns das natürlich auch und für Berlin sowieso. Das hat er uns auch zugesichert. Und dann haben wir noch ein paar praktische Fragen gestellt und dann kam raus, auf die praktische Durchführung hatte er noch nicht einen Gedanken verschwendet, nicht einen einzigen. Also das Erste, was wir ihm sagten, gab dann ja auch mal so Vorranglisten in der Senatskanzlei, was ist immer als Erstes von der anderen Seite zu fordern, dass wir mehr Grenzübergänge haben mussten, weil die 11, die es gab, immer durch den Rentnerreiseverkehr überfordert waren. Das heißt, Ihnen war klar, wenn das passiert, dann kommen da nicht ein paar Zehntausend, dann kommen Hunderttausende. Naja, wir haben intern 500.000 eingeschätzt, öffentlich nur 300.000 zugegeben. Das war übrigens kein Geheimgespräch. Darüber ist richtig berichtet worden. Wir haben auch gesagt, die DDR wird mehr Reisen zulassen. Wir wussten ja nicht genau, wie und in welcher Form das kommt. Und dann ist mit 300.000 Reisenden zu rechnen. Das war für die kleine 2 Millionen Stadt West-Berlin, wenn Ostern und so diese langen Wochenenden waren und die Stadt war wirklich voll. Und dann hat er gesagt, ja. Aber auf diese Frage, wie viele Leute da kommen, hatte er den Einwand, ach, sagt er, wissen Sie, es haben nur 2 Millionen DDR-Bürger überhaupt einen Pass. Und bis die ein Sichtvermerk gestempelt haben, das dauert und wir können das steuern. Dann habe ich noch zu ihm gesagt, na, Sie machen das aber doch jetzt schon, weil der Druck viel zu groß ist aus Ihrem Land heraus. Aus Leipzig und wo, von überall her, ja. Und er sagt doch, ja, das sehe er nicht als Problem. Ja gut, ich meine, ich war nicht da, um den da zu belehren oder sowas, zumal er überhaupt gar keinen Sensor dafür hatte. Das heißt, die waren sich nicht wirklich darüber im Klaren, was da passierte oder passieren konnte. Und dann ging es auf den 9. November zu. Und es kam dann, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, Herr Mompa, dann kam es zu dieser heute legendären Pressekonferenz. Mhm. Günter Schabowski bei der Arbeit, schauen Sie mal. Ah, ja. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Ohne Pass. Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Unverzüglich. Herr Diebken, wo waren Sie, als das stattfand? Also ich habe das am 9. November nicht im Fernsehen gesehen. Ich war an dem Tag, meine Tochter hat ja Geburtstag, war ich zu Hause, wurde angerufen, etwa 18 Uhr. Von dem Pressereferenten der CDU-Fraktion, übrigens Thomas de Maizière. Und er sagte, da bewegt sich was. Wir wissen nicht genau was. Wir müssen aber eine Erklärung abgeben.
Da haben wir die Erklärung abgegeben. Wieder mal einen Schritt in die richtige Richtung, aber nicht genug. Einfach das so ein Allgemeinplatz. Das war ja so der Allgemeinplatz. Und dann bin ich gerufen worden zu einer Diskussion im Sender Freies Berlin. Da waren wir zusammen. Da entwickelte sich dann etwas, ohne dass wir genau wussten, was los ist. Und er verschwand dann und ich mitten ging in der Sendung. Richtung... Nein, nicht mitten in der Sendung. Wir warteten da, standen da rum. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Stund war. Jedenfalls, es war eigentlich ein Aufbruch, der nicht von vornherein geplant war. So würde ich das mal einfach formulieren. So, und dann danach bin ich dann auch in die Richtung Mauer gefahren und bin dann bis in die Morgenstunden mit dem Auto immer hin und her, Kudamm und zurück. Und haben Menschen drauf und runter gefahren. Genau, und die sagten, heute lieber fahren, wer weiß, ob wir morgen noch können. Ja. Das war die Fragestellung der Berliner. Noch mal ein paar Stunden zurück, diese Presseerklärung, die wir da gerade gesehen haben. Das war ja eine Pressekonferenz, die über Stunden ging. Ich glaube, zwei Stunden ungefähr. Drei. Oder fast drei. Ja, ja. So, und alle waren schon sehr ermüdet und ermattet. Und irgendwann sagt er am Ende, übrigens, wir machen das mit dieser Reisefreiheit. Und dann wird ihm da einfach dieser Zettel gereicht. Na, er hatte den. Er schreibt selbst, Schabowski schreibt selbst in seinem Buch, beim Rausgehen fragt er den aus dem ZK, nach der Sitzung, die auch Stunden gedauert hatte, fragt er den Krenzner, hast du noch irgendwas, was ich da erzählen soll? Und dann gibt er ihm diesen Zettel. Und dann fährt er ja vom ZK-Gebäude hin zum Presseamt des Ministerrats in der Mohrenstraße oder wo das war, in der Mohrenstraße und denkt nicht, er ordnet nur das Übrige. Also das waren natürlich diese üblichen parteipolitischen Fragen. Wer kommt rein ins Politbüro? Wer fliegt raus? Wie ändern wir die Haltung der Partei zu diesem und zu jenem? Und vorher im ZK war er immer, also Schabowski, gerade nicht drin, wenn das Ding verlesen wurde. Das ist ja alles beschlossen worden. Das heißt, er hatte das nicht mitgekriegt? Er hatte das überhaupt nicht mitbekommen, vergisst unterwegs, ordnet dann von dieser 6- oder 7-stündigen ZK-Sitzung die Unterlagen und vergisst den Zettel. Und vergisst den Zettel durch die ganze Pressekonferenz, die immer über diese Fragen geht, rein, raus, Politbüro und sowas. Und dann zum Schluss fällt ihm das noch ein, er kramt, das sieht man ja auch auf dem Video ganz gut, kramt das Ding hervor und liest es ersichtlich auch zum ersten Mal. Das war nämlich, wie wir heute wissen, an dem Morgen fertig geworden. Das war von der Staatssicherheit mit dem Ministerium des Inneren gemacht worden. Dadurch sind auch manche Brüche und sowas drin. So, dann verliest er den. Und dann die Pressekonferenz fasst das gar nicht so auf. Die haben nur die beiden Fragen, ab wann gilt es? Unverzüglich. Und gilt es auch für West-Berlin? Liest er so, sagt, ja, alle Grenzübergänge der DDR nach dem Ausland. Also gilt es auch für West-Berlin. Und dann packen die ihre Sachen und gehen. Und dann geht die Dynamik weiter. Ich bin dann, das war also kurz nach 7, ich war bei Springer im Verlagshaus. Da kam dann der Chefredakteur, der Herr Waltert von der Berliner Morgenpost mit der dpa-Eilmeldung runter und zeigte mir die und sagte, der hat eine neue Reiseerklärung da gemacht. Und da sage ich zu dem, ja, das ist so, was er uns erzählt hat am 29. Oktober. Wieso hat er uns nicht vorher Bescheid gesagt? Also warum macht er das nun so plötzlich locker vom Hocker runter? Aber ist ja egal. Dann bin ich in den SFB, also unseren damaligen Stadtsender, den öffentlich-rechtlichen gefahren, bin dort noch in die Abendschau rein, die praktisch damals, die privaten gab es ja alle noch nicht, 75% der Berliner und Ost und West sahen. Und dann haben die dort, als ich dann da war, ein bisschen Schabowski abgespult, wo er auch dieses Ding vorliest. Dann werde ich gefragt, was sagen Sie denn, Herr Bürgermeister, dazu? Da sage ich, ja, das ist der Tag, auf den wir 28 Jahre lang gewartet haben. Es ist eine historische Stunde, wir können uns alle freuen. Also immer Freude Ausdruck gegeben und dann gesagt, unter anderem, aber wenn Sie jetzt kommen können, können Sie auch in 4 Tagen oder 4 Wochen kommen. Nach dem Motto, Leute, nun kommt nicht alle auf einmal, sondern nach und nach. Ja? Das war wahrscheinlich die sinnloseste Rede, die Sie je gehalten haben, oder? Die war schon ganz Nein, ich meine, gut. Dieser letzte Hinweis, meine ich. Ja, der letzte Hinweis. Naja,
am das andere Tag, haben Sie ja mit. Sie haben dann eigentlich diese Dynamik da erst noch mal richtig reingebracht. Ja, die haben, naja, wir wollten den Rückzug versperren. Nicht, dass er in 3 Stunden sagt, er habe den falschen Zettel vom Krenz bekommen, habe sich versehen da. Ja. Naja, und dann habe ich zum Schluss in dieser Sendung noch gesagt, weil das fiel mir noch ein, und das war ja auch eines der schwierigsten Probleme, die wir zu lösen hatten: Wie kriegst du 500.000 Menschen morgens in die Stadt rein und abends wieder raus? Also das wäre ja schon allein für die U-Bahn ein Riesentransportproblem gewesen. Und da habe ich noch gesagt, bitte, also wir freuen uns darauf, wenn Sie nach West-Berlin kommen. Und die West-Berliner werden Sie alle mit Freuden begrüßen. Aber wenn Sie kommen, kommen Sie mit U- und mit S-Bahn und lassen Sie die Trabis und die Wartburgs zu Hause. Und am nächsten Tag habe ich in der U-Bahn, wir fuhren dann ja alle U-Bahn, weil die Straßen waren einfach verstopft, habe ich ein älteres Paar aus Falkensee getroffen. Und die kamen gleich an und sagen: Ah, Herr Wampert, wir haben gestern Abend Sie im Fernsehen gesehen, wo Sie gesagt haben, die Mauer ist offen. Habe ich überhaupt nicht gesagt, durfte man noch gar nicht sagen. Die Mauer war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht offen. Sondern da haben sich erst Tausende hinter den Grenzübergängen versammelt. Und dann sagten diese Leute, ich sage, was haben Sie denn gehört, was ich gesagt habe? Naja, sagt die Frau, erst kam der Schabowski. Der war so unverständlich wie immer, so bürokratisches Zeug. Dann kamen Sie und sagten, das sei der Tag, auf den wir 28 Jahre lang gewartet haben. Herr Momper, was haben Sie denn damit gemeint? Ja, kein Mensch rechnet doch im Kopf nach 1961, Bau der Mauer, 28 Jahre. Und dann sagt sie, historische Tage, haben Sie auch noch von gesprochen. Und dann zum Schluss haben Sie gesagt, wir dürfen kommen mit U- und S-Bahn, aber nicht mit Trabis und Wartburgs. So haben die Leute das. Man muss ja aber sehen, die sitzen davor und sehen so eine kurze Sequenz. Was kriegen sie daraus mit? Naja, und so ist es dann gewesen. Dann haben sich ab 8 Uhr hinter den Grenzübergängen die Leute versammelt, die Menschen aus Ost-Berlin, und haben dann diskutiert. Und als sie um 23 Uhr in dieser Sendung sitzen, da habe ich zu den Polizisten, meinen Polizisten da gesagt, ruf mal auf den Grenzübergängen, aber auf den einzelnen Stellen an, was da los ist. Weil der Meldedienst über die Polizei dauert viel zu lange. Und dann gaben die mir unterm Tisch immer so kleine Zettel rein, bis ich den Zettel bekam, 23.08 Uhr oder sowas. Die Grenze ist offen, man kann ungehindert von West nach Ost und von Ost nach West. Alle anderen Grenzübergänge sind auch offen, was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht stimmte. Und dann habe ich das unterm Tisch, die Kamil Schwierer, die saß da neben mir, und der Meißner, denen das unterm Tisch gezeichnet und gesagt, wenn ich das jetzt hier über den Bildschirm live vorlese, dann ist in Berlin die Hölle los. Vorsichtige Menschen, die wir sind, warten wir mal, weil der SFB hatte an der Grenze überall inzwischen alles, was eine Kamera halten konnte oder ein Mikrofon, losgeschickt. Die hatten überall ihre Leute. Und dann dauerte es 2-3 Minuten. Bis die von der Bornholmer Straße die ersten Leute drüber hatten und haben dann so ein junges Paar da abgefilmt. Die wedelte immer mit ihrem blauen DDR-Ausweis. Und die Dame sagte dann, was ja das Wort der Nacht war, es ist ein Wunder, ist geschehen. Es ist nicht Wahnsinn. Wahnsinn war das Wort der Nacht. Und wir konnten rüber, und die waren, weil die Tränen überströmt, wir konnten rüber, und keiner hat uns aufgehalten. Also da war klar, die Mauer ist offen. Dann habe ich mich gemeldet und habe dann gesagt, tut mir leid, jeder wird jetzt sehen können, dass ich arbeiten muss, und bin dann aufgestanden und rausgegangen. Also glückliche Stunden. Sie waren dann, wenig haben später. Wir uns noch am Grenzübergang, an der Invalidenstraße gesehen. Sie beide haben sich dann getroffen? Ja, wir haben uns gesehen. Gesehen. Unter 10.000. Sie waren ja mit dem Golf unterwegs. Richtig, ja. Unter 10.000 Menschen standen wir da, gingen aneinander vorbei oder so. Also ich bin ja damals dann auch rübergegangen. Und Sie haben wirklich diesen Pendeldienst eingerichtet, Herr Diebken, in Ihrem alten Golf? Also wenn Sie die Formulierung eingerichtet benutzen wollen, ja. Nein, ich bin mehrmals hin und her gefahren, weil das war das Bedürfnis der Leute dabei. Ja? Und ich war, also erst war ich dann im Osten der Stadt, an den Grenzern vorbei, den erstaunten Gesichtern. Also das war ja eine Atmosphäre, die wirklich faszinierend in vieler Hinsicht war, trotz meiner Frustration, die ich begrenzt dabei hatte. Sie waren plötzlich so mittendrin. Ich war mittendrin in den Punkten, und bin dann eben, bis in die Morgenstunden habe ich das gemacht. Übrigens, meine Tochter nimmt mir heute noch übel, dass ich sie nicht abgeholt habe und mit ihr auf der Mauer getanzt habe. Die ihren 13-jährigen Geburtstag gefeiert hat in der Nacht. Ja. Und ich kann das gut verstehen. Hat sie ihn verziehen mittlerweile? Ja. Ein schönes Stück deutscher Geschichte in jedem Fall. Und jetzt kommt Klaus Wowereit und sagt, arm, aber sexy. Ja, das